Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Titan Quest All Classes. Wir sind mit unserem Eroberer auf dem Schwierigkeitsgrad normal in Fayum, wo wir gerade alle Quests soweit von Fayum selber erledigt haben. Aber was ich natürlich immer noch sehr, sehr gerne mitnehme, ist die kleine Zusatzchallenge, die sich dann nennt Sandkönigin. Und was natürlich sonst noch so auf dem Merik rumkreuchen mag. Oh, wir haben wieder Rectoral Physics. Sehr nice. Wer sich da gerade gedacht hat, dass das eventuell nicht ganz richtig aussah. Vielleicht habt ihr recht. Ist immer so ein bisschen im Auge des Betrachters. Wenn man sehr, sehr viel mehr Schaden macht als der Gegner HP hat, dann fliegen die Gegner um einiges weiter weg als normalerweise. Ist eine ganz witzige Mechanik, meiner Meinung nach. Können wir hier aber aktuell nur mit der Kampfstandarte machen. Aber je nachdem hat man mit manchen Charakteren da sehr interessante Physics direkt am Anfang der Challenge, des Runs. Beispielsweise, wenn man einen Traumstart macht als Nahkämpfer mit der Psi-Berührung. Wenn die voll ausgebaut ist, die Psi-Berührung, dann schallert sie halt richtig. Und dann kann die in schöner Regelmäßigkeit eben diese Ragdolls auslösen. Sie dürfte aber nicht das Plateau von der Sandkönigin sein, oder? Nee, 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 genau, da geht's noch. Genau, Sandkönigin ist immer in der Sobek-Hochebene. Richtig, da war noch was. Oh, mir fällt gerade auf, wir sind Level 22. Das heißt, der Siegelring des Hauptmanns ist im Bereich der Möglichkeiten aktuell. Werden wir, denke ich, Verriegelt. in Memphis direkt mitnehmen. Das ist jetzt ein bisschen Verriegelt. ungünstig. Ja. Ja, das passiert übrigens, wenn die Kampfstandarte es nicht mehr mitmacht. Ist ein bisschen auf der Schadeseite. In dem Fall. Okay. Eigentlich müsste ich hier gar nicht mehr durch, aber ich glaube, ich nehme die Erfahrung hier noch mit. Die liegt hier gerade so schön rum. Dann können wir zurück nach Memphis. Oh, grüner Schild. Was möchtest du? Das ist ja interessant. Gaunerei ist tatsächlich ein. Ist ein grüner Affix. Das heißt, normalerweise müsste es möglich sein, einen robusten Schild der Gaunerei zu bekommen.
Ja, das ist ja jetzt. Okay. Okay. Komm ruhig wieder. Okay. Formeln? Bis dann. Ja? In Ordnung. Damit haben wir jetzt was Nettes hier. Lagerplatz an Rüstung. Und die können wir, denke ich, auch so bis Level 39 verwenden. So, wir müssten hier noch, wie gesagt, den Siegelring des Hauptmanns haben. Das ist korrekt. Der geht hier rein, dadurch mache ich hier ein bisschen weniger Schaden, aber ich bin ganz ehrlich, Sturmauge war eh nie mein Ziel, bei mir sicher, dass ich den nehme. Was? Tschüss dann. Also sollte das jetzt na hallo mit physischem Schaden durchaus reichen. So. Das. Sehr schön. Ich muss jetzt nur ein bisschen wieder ein paar mehr genau, wie man es hier schon sieht. Ich habe mal wieder den Filter umgestellt für die Items. Dass mir auch ein paar gelbe Items noch gedroppt werden, weil dadurch, dass ich jetzt gerade eine Rüstung gekauft habe, bin ich unter die Millionen gefallen. Und ich habe immer ganz gerne ein bisschen mehr als eine Million noch als Puffer in der Hinterhand. Klar, später gibt es einige Items, die weit mehr kosten als eine Million, aber bis man zu denen hinkommt, haben wir auch einige grüne Items schon wieder verkauft. Und dann sollte man das locker immer, ab da sollte man immer genug Geld für das eben haben, was man gerade braucht. Selbst wenn man nur grün hat, aber so die eine Million als Puffer ist für mich persönlich immer eine sehr gute Faustregel gewesen. Okay, Schrein der Meisterschaft. Es waren gerade 500 Damage von meiner Schildramme. Let's crit. Durchaus nicht schlecht. Draußen ballert gerade ein Bass durch. Ist mal wieder jemand mit dem Auto vorgefahren. Es ist ein bisschen bitter, wenn ich das höre, weil ich habe eigentlich relativ gute Schallschutzfenster.
nehme mal an, ihr habt es wahrscheinlich nicht gehört. Da habe ich nämlich noch eine ganz gute Mikrofoneinstellung für. Wenn ich gerade mein Fenster offen ist, dann hört man eigentlich so gut wie gar nichts von draußen. Aber das ist eben die Sache. Naja, ich höre auch relativ selten was von draußen, wenn mein Fenster zu sind, aber wenn ich dann ein vorbeifahrendes Auto mit Bass höre, ist schon ein bisschen bitter. Man kann auch nicht gesund für die Ohren der Leute sein, die in einem Auto sitzen. Aber an der Stelle muss ich mal ganz platt sagen, ist nicht mein Problem. Die müssen ja damit recht zurechtkommen, dass sie in ein paar Jahren taub sind, wenn sie so weitermachen. Da bin ich dann an der Stelle ganz fies und sage einfach natürliche Selektion. Bin tatsächlich mal gespannt, wo ich den ersten Tod lasse. Mit dem Charakter. Weil bis jetzt sind wir ja noch nicht gestorben. War ein paar Mal schon relativ knapp. Armschienen des Aufsehers. Feuerschaden, Erdzauber. Ja, I see the point. Okay. Anyways, wir sind in Theben angekommen. Also besser gesagt im Tempel des Seth von Theben. Magierrüstungen, Stäbe, Tränke. Kaufe oder gehe, aber lungere nicht herum. In Ordnung. Der, den Sie einen. Meine Waffen und Rüstungen sind einfach die besten. Schau selbst. Lebe wohl. Sehr schön, wir brauchen nicht mehr nach goldenem ägyptischen Outfit zu suchen. Auf diesem Charakter, die haben wir nämlich alle. Dein Gepäck für dich lagern. Vielen Dank. Willkommen. Auf Wiedersehen. Wenn ich jetzt noch eine Penklaue kriegen würde, ne? Lagerplatz für etwas? Ja, Monette. Ich habe halt auch nichts, was wirklich für Waffen gut ist. Ich finde das Tapferkeit wäre geil. Haben wir aber nur einen. Von drei. Schilder mit VQ. Artemis Bogensehne geht halt nur auf Bögen, ne?
Blitz des Zeus wäre möglich in die Waffe rein, aber bringt mir halt so gut wie gar nichts. Auf Wiedersehen. Ich glaube nicht, dass wir da eine wirklich gute Option aktuell haben. Müsste, glaube ich, nach der Folge mal schauen, ob wir zufälligerweise ein Echo des Tapferkeit ready haben. Die geben so richtig schön viel Erfahrung, die gelben Gegner hier und die Wächter. So, das heißt, da kriegt man schon Level 23 her. Das heißt, wahrscheinlich sogar noch in diesem Akt Level 24. Das wäre halt richtig geil. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und da ist Level 23. Das waren gerade 1200er Crits. Autsch. Okay. Hey.
Eine Dornenwand, das ist. Ja, dummerweise muss ich halt sagen. Ist schön defensiv, die Dornenwand. Bringt nur leider in der Offensive relativ wenig. Macht 20 Damage weniger DPS. Wobei das natürlich sich relativieren würde, wenn ich mein nächstes Level abkriege. Ab dann wäre wahrscheinlich sogar die Dornenwand besser. Komm ruhig wieder. Okay. Das haben wir. Ich hatte gerade überlegt, ob ich nochmal ins Doppelgrab gehen sollte. Geht, glaube ich, auch so. Der Chemie habe ich ja noch nicht abgegeben, richtig? Und die Karawanenklagen auch noch nicht abgegeben. Ach, guck mal einer an. Da gibt es also noch zweimal Questerfahrung. So. Ich weiß nicht, warum ich aus dem Augenwinkel immer den Eindruck habe, als würde gerade jemand was im Chat schreiben. I don't know. Sieht für mich ziemlich häufig so aus. Wahrscheinlich nur, weil ich da drüben irgendeine Bewegung sehe. Und diese irgendeine Bewegung ist mein Self-Monitoring. Halluzinationen.
Ja, für Halluzinationen habe ich es zu häufig. Sage ich jetzt einfach mal so frei raus. Nee, das ist wirklich wahrscheinlich einfach nur, dass ich irgendeine Bewegung ausmache auf meinem Self-Monitoring. Ich habe ja da im Twitch-Dashboard auch ein kleines Fenster, wo der Stream nochmal läuft. Na? Das ist mein Self-Monitoring. Und das sind natürlich andere Bewegungen unterwegs. Das ist aber schon so schlimm in der Halluzination. Nee, das kleine grüne Männchen neben mir hat gesagt, das sind keine Halluzinationen. Dein Gepäck ist voll. Hast keinen noch Platz mehr kannst du nicht tragen. Ja, Leute, ich würde mal sagen, wir haben einen neuen Beinschutz. Das sieht nach einer neuen Option als Beinschutz aus. Gute Limo heute. Meine Schwestern! Du hast Nebkemi. Du hast keinen Platz mehr. Kann ich dir helfen? Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Bitte. Auf Wiedersehen. Die Wahrheit ist, ich hasse Formeln. Hast du ja genau den richtigen Beruf dafür gewählt, Junge. Na dann, bis bald. Brauchst du Lagerplatz für etwas? Bei uns sind deine Sachen sicher. Ich hasse Formeln. Das war der... das war die Sache von ihm. Mal ganz unter uns, ich hasse Formeln. Weil natürlich als... Altarmeister die ganze Zeit mit Formeln zu tun hat. So, liebe Leute, wir haben 2 Skillpunkte. Das heißt, mit dem nächsten Level Up können wir 3 Skillpunkte in die Inbrunst knattern. So, und wenn der Inbrunst draußen ist, dann... Oh, Umgang mit Rüstungen habe ich auch erst 2 von 6. Da
können ja noch ganz andere Sachen kommen. So. Also ich bin auf jeden Fall in der Lage, noch in diesem Akt das Level abzubekommen, noch in Akt 2. Spätestens mit den ganzen Obelisken, die wir hier haben. Und da wird es halt wirklich witzig dann mit. Da wird's dann lustig. Der wollte ja partout nicht außen rum. So. Alleine an Obelisken haben wir noch 5 Stück hier, potenziell, die uns helfen können. Dann würde ich mal sagen, dass die 3 Stück hier reichen fast. Zehn Prozent sind es aktuell. Das ist in Ordnung. So, ich könnte jetzt auch noch da hinten reingehen. Da sind auch noch mal Obelisken. Oder bin ich ganz ehrlich?
Das kriegt man, denke ich, auch so. Beziehungsweise, weißt du was? Ich gehe da rein. Ich will nämlich mal schauen, wie weit ich mich verschätzen kann. Ich hätte ja geschätzt, dass ich irgendwo zwischen Yeti und Chang'an Level 24 erreichen werde. Hatte ich vorhin mal irgendwann gesagt. So, da ist die Armspirale, schützende Armspirale, auch nicht schlecht. Wieder ein bisschen Geld. Können wir nicht tragen, weil Int passiert und schützend ist auch nur eine Art von Widerständen. Da haben wir mittlerweile besseres, nonetheless. Läuft. Damit sind wir durch Akt 2 durch. Bei Inanna. Ich hatte gedacht, diese... Hallo? Viel Glück. Da. Was wir nicht wissen ist... Bin ich gerade absolut dumm? Mir fehlt ein Gepäckbeutel, oder? Es ist nicht der aus Megara, der fehlt, oder? Das hätte ich wahrscheinlich gemerkt. Es herrscht gute Reisekriege. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der zweite Gepäckbeutel... Sekunde kurz. Der dritte war nach der Chimäre erst. Okay, dann bin ich selber dumm. Ich dachte, Legit, der wäre nach Theben. Danke, Arke. Wow, ich habe echt lange Titan Quest gespielt. Ich habe echt häufig Titan Quest gespielt und echt viel. Naja, Arke, dir einen schönen Dienstagabend. Willkommen im Stream.
Daran erkennt man einen Titan Quest Profi, liebe Leute. Wirklich erst nach der Chimäre? Well. Ich hätte schwören können, dass ich, wenn ich hier lang bin, auch immer schon auf normal drei Gepäckbeutel hatte. Ah, okay. Aber es stimmt, es kann nicht nach Themen sein, weil nach Themen sind zwei Skillpunkte und das wäre ein bisschen hardcore, wenn du zwei Skillpunkte plus einen Gepäckbeutel kriegen würdest an einem Ort, ne? Das heißt, irgendwas konnte da sowieso nicht stimmen von meiner Perception her. Ach ja, und by the way, mittlerweile, liebe Leute, sieht man auch teilweise, warum ich keinen Schleier der ewigen Nacht nehmen wollte als Artefakt als erstes. Weil Schleier der ewigen Nacht gibt unter anderem auch Energieentzug. Und mittlerweile bin ich so weit, dass ich nicht mehr Energie regge. Das heißt, mittlerweile bin ich auf Energietränke angewiesen und mit Energieentzug wäre das ein bisschen zu einfach an der Stelle. Einfach, wenn man bedenkt, dass ich keinen reinen Magier spiele. Was auch immer der jetzt gerade wollte. So.
Die gute Ichthyharpune. Oh. Das wär's fast gewesen, liebe Leute. Aber noch haben wir keinen Tod. Noch halten wir durch. Noch steht die Null. Okay, okay, okay. Chimäre sollte heute noch kommen. Dann kann ich auch gleich noch testen, ob das tatsächlich der Wahrheit entspricht. Mit dem Gepäckbeutel. Und ich kann tatsächlich mal schauen, wie sich ein Nahkämpfer gegen die aktuelle Version der Chimäre macht. Die haben sie ja auch ein bisschen hart gebufft, die Chimäre. Die war ja früher auch so ein Boss, wo die größte Hürde die Tür davor und danach ist. Läuft aber tatsächlich. Also insgesamt muss ich jetzt mal so ein kleines Zwischenfazit geben. Ich hatte tatsächlich das, sag mal, Early bis Mid Game, wo wir jetzt gerade drin sind vom Eroberer, als um einiges schwieriger und um einiges langsamer geschätzt.
Ich meine, klar, wir müssen hier gerade jeden Gegner einzeln totklicken, deswegen ist er nicht sonderlich schnell. Ja. Aber ich hätte es tatsächlich jetzt schon noch schlimmer geschätzt im Voraus. Noch mehr kannst du nicht halten. So, ab zurück in die hängenden Gärten. Ja? Viel Glück. So, wir sind wieder auf einer Mio. Sehr schön. Das heißt, ich kann wieder die hier ausmachen. Upsi. War ein ganz guter Damage gerade. Ich habe versagt. Okay, ich gebe mich geschlagen. Es war tatsächlich der dritte Gepäckbeutel ein hier. Ein weiser Mann sollte sich auf den vor ihm liegenden Weg vorbereiten. Du hast Glück, denn ich habe Waren, die ich an die Weisen verkaufe. Gute Reise. Anwender der Magie haben bestimmte Bedürfnisse, die ich befriedigen kann. Nun dann. Komm. Lebe wohl. Ich habe dieses... Meine Vorräte! So, ich habe zwar eigentlich gesagt, ich kann wieder umschwenken auf Grün-Only aufheben. Allerdings muss man dazu sagen, hier bietet es sich gerade an, auch mal ein paar gelbe Sachen mit aufzuheben, weil ich sowieso weiß, dass ich gleich wieder zu einem Händler komme. So. Du hast sie getötet. Ist es das? Okay, und ab jetzt kann ich auf jeden Fall mit Grün-Only-Items aufheben weiterspielen. Aber das Gold da gerade war gelb. Ja, das Gold ist immer gelb. Es geht um Items, nicht um Gold.
So. Jetzt haben wir die Inbrunst, Max. Das ist jetzt die Frage, was wir machen wir als nächstes. Wir könnten natürlich den Sehnschneider nehmen. Wir könnten Schmerz ignorieren. Was vielleicht gar nicht mal so schlecht wäre. Ja. Wahahaha. Ich hab noch keinen Tod und ich will jetzt auch nicht damit anfangen, wenn es nicht sein muss. Reicht mir, wenn der erste Tod in Atlantis kommt. Wo ich ziemlich sicher abschätzen kann, dass da einer kommen wird. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Oh, während ich aber Schmerz ignorieren hochziehe, mache ich auch nebenher neuer Mut ein bisschen weiter hoch. Damit ich da mein Self viel improven kann. Okay, im Zweifelsfall, ja, nee. Ich wollte gerade sagen, im Zweifelsfall laufe ich noch ein bisschen weiter, aber das Problem ist, ich hab gerade auf die Uhr geschaut, ich habe nur noch 2 Minuten in der Aufnahme, oder besser gesagt in dieser Folge. Und dementsprechend wäre es vielleicht besser, wenn ich an dieser Stelle sagen würde, ich laufe jetzt nicht nochmal zum nächsten Wiederbelebungsbrunnen, sondern ich mache hier an dieser Stelle Schulz für heute. Ja. Ich muss sagen, der entwickelt sich echt gut, der Charakter. Macht richtig Laune. Und ich habe da definitiv Bock drauf, weiterzuspielen. Und auch bald weiterzuspielen. Dementsprechend, ja. Ich wünsche euch da draußen einen schönen restlichen Morgen, Mittag, Abend, wenn auch immer ihr das gerade schaut. Wenn ihr Freude an dieser Challenge gefunden habt, würde es mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Dann verpasst ihr keine weiteren Folgen und natürlich wäre es auch nett, wenn ihr ein Like auf dem Video da lassen würdet. Das unterstützt mich immer wieder. Und ja, ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich dann auch wieder in der nächsten Folge von der Titan Quest All Classes Challenge. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao, ciao.